Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu einem Update-Review, und zwar die 1.5.10. Wir haben einige neue Sachen dabei, die ja für mich als Planet Editor auch ganz interessant sind. Jedenfalls, wir wollen uns das alles einmal anschauen. Und nochmal vorneweg, ich habe eine neue Übersetzung, eine deutsche Übersetzung vom Spiel gemacht. Ihr kennt ja die normale deutsche Übersetzung, die ist an vielen Ecken nicht mehr ganz so frisch und hat ein paar Probleme. Unter anderem die Erde wird der Erde genannt, anstatt einfach nur Erde. Ich habe diese ganzen Sachen gefixt, ja, und das können wir uns auch einfach mal anschauen, wenn wir mal hier rüber gehen. Ihr seht, das ist eine ganze Menge, da sind eine ganze Menge Zeilen. Ich habe da ziemlich lange dran gesessen, alles zu übersetzen. Es ist wahrscheinlich noch nicht perfekt. Es werden tatsächlich auch wahrscheinlich ein paar Fehler drin sein. Wenn ihr welche findet, schaut einfach mal bitte nach und sagt mir dann in den Kommentaren Bescheid. Dann kann ich das verbessern. Und ja, jedenfalls, das war's quasi mit dieser kleinen Werbung hier. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Probiert es einfach mal aus. Ja? Gut, dann kommen wir jetzt zu den neuen Features. Ihr seht hier fünf neue Funktionen und das habe ich hier aus dem Google Play Store kopiert. Und das schauen wir uns einfach mal an. Ich würde tatsächlich unten beginnen, da man das quasi gar nicht übersehen kann, nämlich Button Icons. Ihr habt das schon direkt gesehen. Quasi fast jeder Knopf hat ein Icon nebendran. Spiel mit dem Dreieck, Expansion mit dem Plus, Community mit mehreren Silhouetten, Einstellungen mit dem Zahnrad, Credits und Textlinien, keine Ahnung. Praktisch jeder Knopf hat ein neues kleines Bildchen dazu bekommen. Auch wenn wir hier mal auf Fortsetzen gehen und uns das mal anschauen, das kommt gleich noch, keine Sorge. Wenn wir hier auf die Karte gehen und mal draufklicken, ihr seht da Verfolgung beenden, umbenennen, zerstören, hier Navigation, Fokus beenden, alles Mögliche. Wenn wir auch hier rausgehen einmal, ihr seht, alles Mögliche hat einfach ein neues Button bekommen. In den Einstellungen ist es ein bisschen, ja, weniger verbreitet, nur Geräusche und Musik haben dort eins. Aber an sich ist es ziemlich viel, was da neu hinzugekommen ist. Die Cheats haben keine bekommen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, keine Ahnung, endloser Bauplan mit so vier Pfeilen, die in die Ecke zeigen, quasi, dass es größer wird oder so. Und endloser Treibstoff, so eine Treibstoffanzeige, die einfach auf voll ist. Keine Ahnung, man könnte alles Mögliche damit machen. Jedenfalls ist es auf jeden Fall ganz schön, das zu sehen. Und an sich macht es das Spiel auch deutlich leichter für, naja, Kinder, die gar nicht lesen können. Und dementsprechend kann es ein bisschen aushelfen. So, dann haben wir den nächsten Punkt. Rocks on the surface of planets, also Gestein bzw. Steine selber auf der Oberfläche vom Planeten. Und man sieht das direkt hier am Mond. Da sind Dutzende Steine überall verteilt. Die sind nur visuell, also ihr habt das ja schon gesehen, wir können da einfach durchfahren und da passiert gar nichts. Heißt, es ist einfach im Hintergrund drin und die haben keinen Einfluss auf das Spiel. Die gibt es auf praktisch allen Planeten, soweit ich weiß. Also hier auf jeden Fall auf dem Mond. Bei der Erde glaube ich nicht. Ich habe nicht genau nachgeschaut. Jedenfalls sollten fast alle Planeten Gestein auf der Oberfläche aufweisen. Dann haben wir Small Captured Asteroid in Near Earth Orbit. Und das können wir uns auch direkt anschauen. Ihr seht, wenn wir hier den Mond haben, wir gehen ein bisschen weiter raus. Und dann sieht man da so eine ganz ganz dünne Linie außerhalb vom Mondorbit. Wenn man einmal rumgeht, dann sieht man hier diesen kleinen Punkt. Das ist hier der eingefangene Asteroid, der neu im Spiel ist. Ihr seht hier die Form. Vielleicht blende ich unten noch mal ein Bild ein, wie das aussieht. Ich war noch nicht drauf, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist auf jeden Fall ganz interessant, dass wir jetzt quasi ganz offiziell Asteroiden haben im Vergleich zu vorher, wo wir nur Phobos und Deimos hatten. Und die sind ja auch im Grunde Monde, also ein bisschen was anderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Position vom Orbit nicht ganz so optimal. Also an sich hätte man einfach hier im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter einfach
keine Ahnung, 3, 4 platzieren können, dass der jetzt hier um die Erde rumkreist, ist, ja, ich finde es fragwürdig, okay, sagen wir es so, ich finde es fragwürdig und ein bisschen unpassend, okay, deshalb, ja gut, aber immerhin ein Asteroiden. Dann die schwere Schwierigkeitsoption, beziehungsweise die harte Schwierigkeitsoption. Da können wir einfach mal ins Hauptmenü gehen. Und ihr seht überall, da gibt es einmal den Modus und dann die Schwierigkeit. Zum Modus kommen wir gleich noch, das ist quasi der letzte Punkt. Aber vorher die Schwierigkeit. Es gibt normal, das, was wir quasi bisher immer hatten. Und dann gibt es hart, okay? Und das ist so eine Sache, die ich nicht übersetzen kann, auch die Knöpfe hier unten. Ich habe nirgendwo Optionen dafür gefunden. Ich habe leider keine Ahnung, wo man die übersetzen kann. Vielleicht ist es auch ein Bug, ja, und es kommt in zukünftigen Versionen erst. Sollte es dann der Fall sein, dann werde ich natürlich das verändern. Jedenfalls die schwere Schwierigkeitsstufe, beziehungsweise die harte Schwierigkeitsstufe, skaliert alle Planeten und Abstände auf die zweifache Größe. Okay? Und da habe ich hier eine kleine Welt. Die ist im schweren Schwierigkeitsmodus. Und da gehen wir tatsächlich mal zurück zum Start. Ich habe das nämlich vorher ausprobiert. Hier haben wir eine kleine Rakete. Nichts Besonderes wirklich. Wir zoomen mal raus und dann schauen wir mal, wie hoch unsere Atmosphäre ist. Ihr seht, wir sind schon bei 20 Kilometern. Wir müssen eigentlich dicht unter der Grenze sein. Jetzt haben wir 30, aber wir sind immer noch nicht draußen. Und tatsächlich erst bei knapp 50 Kilometern würden wir aus der Atmosphäre austreten. An sich kann man das kaum erkennen. Ja, also man kann ja einfach weiter rauszoomen und dann sieht es genauso aus. Aber es ist alles doppelt so groß und das macht es natürlich ein bisschen, ja, wie so eine Challenge, wie so eine Herausforderung. Und die Teile werden dadurch auch nicht besser. Ihr kennt das vielleicht vom PC, da gibt es auch noch die weitere Schwierigkeitsstufe realistisch, aber dort werden auch die Treibstofftankmassen heruntergesetzt und die Triebwerkseffizienz erhöht, aber hier im schweren Schwierigkeitsmodus wird das noch nicht gemacht. Heißt, man braucht quasi die doppelte Menge an Rakete, um eine bestimmte Menge an Nutzlast in den Orbit zu bringen. So, wir können das hier auch mal ganz gerne einfach wieder zurückfallen lassen und wir fallen hier auch um. Okay, da ist gerade die Stufe an uns vorbeigesaust. Ja gut. Wir rasen jetzt hier auch mit deutlich höherer Geschwindigkeit durch die Atmosphäre durch. Und noch dazu viel, viel tiefer. Aber an sich war es das damit auch schon. Also es ist an sich natürlich eine neue Herausforderung, neues Feature natürlich. Aber an sich ist da jetzt nichts Besonderes dran. Das konnte man vorher auch schon mit Planet Editing machen. Also ja gut. Dann haben wir zu guter Letzt, eigentlich sind es zwei Sachen. Es wird hier als eins dargestellt: Challenges in Space Center Menu. Also einmal quasi Herausforderungen, beziehungsweise was vorher war, Erfolge, die im Weltraumzentrum angezeigt werden. Und dann gehen wir auch einfach mal wieder auf eine Welt. Und dann seht ihr oben rechts sind Erfolge. Da können wir einfach mal draufklicken. Und dann seht ihr hier die ganzen Challenges. Ich kann das leider auch nicht übersetzen. Jedenfalls, wir haben hier quasi jeden Planeten. Fast jeder Planet hat einmal Landung und Rückkehr. Es gibt so ein paar Ausnahmen, natürlich die Erde. Erster Start, 10 Kilometer erreichen und so weiter und so fort. Ganz interessant finde ich 100 Kilometer entfernt landen. Aber an sich, sobald ihr eigentlich den Weltraum erreicht habt, könnt ihr das auch ziemlich leicht schaffen. Ja, wir haben zum Beispiel bei einem eingefangenen Asteroiden, dass wir dort mit über 200 Meter pro Sekunde einschlagen sollen. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Und bei Mars haben wir die große Rundreise, wo man eben auf Mars, Phobos und Deimos in einem Flug landen soll. Was ein bisschen fehlt, ist Jupiter. Schaut es euch an. Jupiter ist weg. Wozu habe ich ein Tutorial gemacht, wie man in die Jupiter-Atmosphäre eindringt und wieder zurück zur Erde kommt, wenn man das jetzt einfach nicht mehr braucht? Ja? Ich glaube nicht, dass es einen Weg gibt, da eigene Challenges hinzuzufügen. Es wäre natürlich schön, ja, es wäre ganz interessant, das mal zu machen, aber irgendwie will das nicht. Und was ihr vielleicht noch seht, ihr erinnert euch, worauf ich geklickt habe, das ist meine Tutorial-Welt. Ich hatte fast alle Erfolge erreicht. Ja.
ich musste eigentlich nur noch auf den Jupitermonden landen. Ja, auf Io, Europa, Ganymed und Callisto. Alle anderen Sachen habe ich schon geschafft. Schaut's euch an. Ich habe 0 von 23 Erfolgen. 0. Ich habe nichts gemacht in dieser Welt. Ich habe über 50 Stunden in dieser Welt verbracht und nichts gemacht. Ist belastend. Ich werde nach einem Weg suchen, wie man das wieder rückgängig machen kann. Ich werde das dann in der Tutorial-Serie ein Video darüber machen, wie man die quasi die Erfolge wieder bekommt. Ist natürlich im Grunde Cheating, aber ich habe ja Beweise dafür, dass ich es schon geschafft habe. Also finde ich es dann gerechtfertigt, wenn man das machen kann. Ist auf jeden Fall ein Bug. Ich weiß nicht, ob man das noch rückgängig machen könnte mit einem Patch, weil im Grunde wurden ja die ganzen Welten jetzt auch ummodelliert mit den neuen Challenges. Und daher habe ich keine Ahnung, ob das funktioniert. Jedenfalls, das waren die Challenges, aber wir haben noch eine weitere Sache, nämlich den Modus. Jetzt kommen wir dazu. Sandbox hatten wir ja quasi bisher. Man kann frei bauen, so viel wie man will und so oft wie man will. Jetzt gibt es den Challenge-Modus, beziehungsweise ich habe den eigentlich Herausforderung genannt, aber okay. Cheats sind deaktiviert. Ja, man kann keine Cheats benutzen. In meiner Tutorial-Serie habe ich ja sowieso keine Cheats benutzt, also naja, gut. Jedenfalls, die sind auf jeden Fall verboten. Heißt, ihr könnt die überhaupt nicht nutzen, außer ihr geht wieder in die Spieldateien, schaltet das kurz auf den Kreativmodus, benutzt die Cheats und geht wieder zurück in den Challenge-Modus. Aber das wäre ja im Grunde dann illegal. Was ihr aber euch aussuchen könnt, ist Zwischenspeicher erlauben. Ist ganz interessant, das ausschalten zu können. Stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Weg zur Venus und die Rakete verglüht. Und ihr habt das ausgeschaltet. Ist natürlich schön blöd, aber ja gut, das ist halt Challenge. Und dann das noch mit hart und dann hat man so eine richtig krasse Herausforderung. Könnte auf jeden Fall sehr interessant sein. Ist, glaube ich, nicht unbedingt was für mich. Ich bin nicht so der Hardcore-Spieler, ich bin mehr so der technische Spieler. Heißt, ich werde damit wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Aber auf jeden Fall ganz interessant, dass es jetzt im Spiel ist. So, das war es auch im Grunde mit diesem Update-Review. Erstmal meine kleine Meinung dazu. Ich finde, das Update ist sehr, sehr schön. Vor allem mit den Steinen. Ja, ich weiß, ich bin da sehr der technische Spieler. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Update, was sehr viel für jede mögliche Person, für jede mögliche Art von Spieler mitbringt. Vor allem für die Jüngsten unter uns. Die ganzen Icons können das deutlich leichter machen und auch viel intuitiver. Für die, die mehr Hardcore-Spieler sind, die haben jetzt einen neuen Modus, beziehungsweise einen Modus und eine Schwierigkeit. Und yay, wir haben Steine. Wir haben Steine auf der Oberfläche. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz lustig. Und an sich war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.